Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, ein Live-Let's Play wie immer zu Total War Warhammer 2 mit den Zwergen dieses Mal. Es ist ein Live-Let's Play, wie schon gesagt, das heißt, auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen und alle, die, die eine Frage stellen in den Chat, da werde ich einfach vorlesen, damit man Bescheid weiß, wenn man es als Let's Play guckt, weil man den Chat ja nicht sieht, ne? Ist ja klar. So, also Reich der Sterblichen, wir werden uns die Zwerge anschauen, die haben nämlich eine Überarbeitung gekriegt und es gab einen neuen Grad des Helden, beziehungsweise General. Das ist Turek Eisenstirn. Ja, ganz ruhig, Brauner. Also, folgendes. Das Grollsystem wurde ein bisschen überarbeitet bei den Zwergen, das Runensystem wurde gut überarbeitet bei den Zwergen, das ist sehr, sehr spannend, wie sie das jetzt gemacht haben, und er wurde eben hinzugefügt und hat den Fokus auf dem Runensystem. Wir haben hier passendes Klima Dschungel, Eidgold, weil wir brauchen ja auch viel Eidgold, um Gegenstände herzustellen, um auch das mit den Runen dann anständig zu machen. Eidgold aus Gebäuden gibt es 50% mehr. Dann haben wir Rang bei der Rekrutierung Runenschmied. Alter, er ist am Rumballern hier. Wir machen schneller. Unterhalt 25% für die Runenschmiede reduziert, das ist die gesamte Fraktion. Rüstungsdurchdringenden Waffenschaden für alle in seiner Armee, mehr Rüstung und Reduktion für Speerschleuderer, Grollschleuderer und Armbrustschützen um 15%. Ist ganz cool. So, wir machen Invasion des Chaos auf schwer. Beim Ox Hurdle Let's Play war das sehr furchtbar, wie viele Feinde da gekommen sind. Da habe ich gesagt, das machen wir nie wieder. Also auf sehr schwer, das mit Invasion. Ja, wohl ein würde, glaube ich, auch reichen, oder? Ja, wir machen einfach einen, das ist okay. So, dann Kampagne sehr schwer. Und ich würde sagen, let's go. Ich habe ihn natürlich schon getestet, das mache ich ja immer, dass ich die Einheiten, die neuen, kurz vorher teste, so einen Testlauf mache, damit man einen sauberen Start hat. Das habe ich auch bei ihm gemacht. Er ist relativ spannend, vor allem das überarbeitete Grollsystem finde ich sehr, sehr gut, weil das Grollsystem bei den Zwergen war immer ein bisschen schwierig. Also, du hast irgendwo eine Stadt verloren und dann hat das Grollsystem dir da echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das musste dann immer wieder zurückerobert werden, selbst wenn es eine richtig schlechte Position war. Also, da konnte man mit dem Grollsystem in ganz blöde Situationen rutschen. Und das wurde hier ein bisschen angepasst. Kannst du auch weglassen, dass eine Kampagne keinen Passpunkt hat. Es wird Zeit, eure Werkstatt abermals zu verlassen, Runenmeister. Endlich konnte Kontakt zu den verlorenen Davi von Karak Zorn hergestellt werden, die bereit sind, eure große Sache zu unterstützen. Die Gipfel in der Nähe werden von den Grobi besetzt, die vertrieben werden müssen, um einen sicheren Weg gen Norden zu ebnen. Denn dahinter liegen die Relikte des alten Reichs der Zwerge verstreut. Sobald diese Eindringlinge beseitigt wurden, wäre es ratsam, die Bande zu eurer Heimat Karak Azul, deren König Kasador stets euren Rat gesucht hat, neu zu knüpfen. Ein offizielles Abkommen wäre sicher unbezahlbar. Die gesuchten Artefakte liegen in gefallenen Festen verborgen oder wurden von Menschen, Grünhäuten und anderen lebenden oder toten Kreaturen geplündert. Beim kalten Stahl von Klad Brakak holt sie euch zurück, egal wie. Ihr, Turek Eisenstirn, seht es als persönliche Pflicht an, das einstige Zwergenreich zurückzuerobern. Und eure Taten könnten ein goldenes Zeitalter einläuten. Bald schon wird sich niemand mehr der uralten Macht der Davi widersetzen können. Wir hoffen es, deswegen sind wir da. So, also gut, spannend. Spieleigenschaft, Artefaktenkammer, das erkläre ich gleich. Die Schmiede, Grolle und das Tunnelnetzwerk. So, ich lese das nicht vor, sondern ich erkläre es gleich kurz anhand. Wir haben wie bei vielen Fraktionen Roll verzeichnet. Ja, kommen wir gleich dazu. So, wir haben natürlich ein Tunnelnetzwerk, wo wir springen können. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, hierhin unter einen Berg durch oder so, durch das Netzwerk. Dann das Grollsystem wurde überarbeitet. Wir haben ein großes Buch des Grolles. Und zwar, es wurde folgendermaßen überarbeitet. Es ist so, dass wenn du die volle Zufriedenheit hast,
Also alle Grolle sind abgeschlossen und du hast gar keinen Groll mehr, der da ist. Dann hast du sehr viele Boni. Also diplomatische Beziehung mit Zwergen ist besser, die Forschungsrate ist sehr hoch, die öffentliche Ordnung ist verbessert. Aber du hast eine sehr geringe Chance, dass beim Rundenstart Slayer spawnen als Söldnerregiment. Und je weiter wir hier rüber gehen, desto stärker gehen die Beziehungen und die Forschungsrate und die öffentliche Ordnung weg. Und wir kriegen hier ein bisschen Nachteile, ne? Öffentliche Ordnung minus 3, aber das ist nicht so viel. Und Forschungsrate minus 20 und mit den anderen Zwergen eine schlechtere Beziehung. Aber wir haben einen höheren Angriffsbonus und wir haben eine sehr, sehr hohe Chance, dass Slayer spawnen als Söldner. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, das wäre dann hier drüben, beziehungsweise hier. Er wird auch hier angezeigt. Riesenslayer oder normale Slayer, dass sie als Söldner kommen. Das heißt, wenn der Groll sehr hoch ist, kriegen wir dementsprechend viele Söldner, haben aber ein paar Nachteile. Haben wir den Groll sehr tief, also gar keine Grolle vorhanden, haben wir viele Vorteile bezüglich öffentliche Ordnung, Forschungsrate etc. Aber dafür sehr, sehr tiefe Söldner. Das heißt, für den Krieg macht viel Groll eigentlich durchaus Sinn, weil wir mehr Söldnerregiments dazu holen können. Das ist eine sehr, sehr gute Überarbeitung. Das heißt, selbst wenn du voll drin bist mit dem Groll, wenn er ganz, ganz hoch ist, kannst du da viel rausholen. Und schlussendlich macht es auch gar nicht so einen großen Unterschied, weil wenn du alle Zwecke konföderiert hast, ist die diplomatische Beziehung egal. Wenn du alles erforscht hast, auch. Und die öffentliche Ordnung, da kannst du gegensteuern. Von daher passt das gut. So, die Schmiede bei ihm. Wir haben hier die Möglichkeit, bestimmte Artefakte zu bergen und damit dann bestimmte Gegenstände oder Einheiten sogar zu schmieden. Wir können einen Vorfahren holen, wenn wir die zwei Gegenstände holen. Die Kette, da kann man draufklicken und dann können wir sehen, okay, die Kette ist hier zu finden. Den Heldenanhänger, den finden wir zum Beispiel hier. Und da merkt man schon, okay, die einzelnen Gegenstände sind verteilt. Wir haben sogar die Möglichkeit, einen Karnosaurier zu fangen, wenn wir diese Nacken-Dings haben und diesen Edelstein. Das heißt, so können wir den beschwören. Dann haben wir einmal die Möglichkeit, den zu holen. Und unser Ziel ist es natürlich, all diese Sachen zu holen, um diese Fähigkeiten freizuschalten. Das Runensystem, das erkläre ich nachher dann gleich. Das Runensystem erkläre ich nachher dann gleich bei der Schlacht. Ja, die Gegenstände kriegen wir entweder, indem dass wir die Stadt einnehmen oder Handel treiben mit der Fraktion, die diesen Gegenstand hat. Dann geben sie uns den Gegenstand, weil sie sagen, wir brauchen das, wenn wir mit denen handeln. Gut, ich glaube, das war's. Das sind die wichtigsten Dinge. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Ja, Herr. vielen Dank. So, haben wir hier Runenschmied, der kommt direkt rein. Und dann greife ich mich an. Jetzt haben wir hier natürlich Runen, die er auf sich hat. Die können wir noch verteilen. Was haben wir hier? Bonus gegen große Feinde, Attribut Ansturm abwehren. Machen wir mal Ansturm abwehren alle. Ansturm abwehren gegen groß. Wir geben das den Langbärten. Dann haben sie nämlich auch die Möglichkeit, Ansturm abzuwehren. Dann werden sie nicht so einfach überrannt. Fügt Explosionsschaden hinzu, der die feindliche Führerschaft verringert. Das ist eine Brandurne, geht aber nur für Artillerie. So. Und wir kämpfen es ganz kurz selber, damit man das auch noch sieht. Und das Runensystem zeige ich da auch gleich noch, wenn wir eh schon dabei sind. Und dann habe ich, glaube ich, die Basis erklärt. Das ist gut. Es ist schon, wir haben Eisenbrecher dabei, die hier. Ich liebe die. Die werfen immer vorher Minen und so explosiven Stuff. Das macht so Schaden. Das ist so cool. Dann haben sie halt auch noch Axt und Schild. Sind gut gepanzert. Also richtige Kämpfer. Ich zeig's immer ganz schnell. Es wurde auch immer gewünscht, dass man das vorher noch sieht. Das sind Armbrustschützen, ne? Okay. So, dann haben wir ihn. Durek Eisenstirn. Und hier haben wir auch das Runensystem, das überarbeitete schon. Wir können eine der Fähigkeiten auswählen. Und wenn wir das auswählen, wenn wir eine Rune auswählen,
Dann haben wir einen Timer auf allen Runen. Also das heißt, alle Runen haben eine Abklingzeit. Und das wird in der Mitte dann angezeigt. Man wird es nachher sehen. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, was wollen wir nehmen. Wir haben dann zwei Timer. Der eine Timer ist für alle Runen, also hier diese 60, die da stehen. Und diese 120 ist dann die Rune, die wir gerade aktiviert haben, die Abklingzeit. Das heißt, wir haben dann zwei Abklingzeiten drauf. Und das zählt für alle. Ne? Also es ist ein bisschen mehr wie Zauber aufgebaut und nicht mehr so, wie es früher war. So, dann haben wir hier die Eisenbrecher. Die sehen halt auch einfach gut aus. Die Langwerte mit der Zweihandaxt. Normale Zwergenkrieger und den Grollschleuder. Boah, die habe ich noch nie angeguckt. Die sehen ja mega cool aus mit dem Helm. Hat der wirklich eine Metallplatte, um seinen Bart zu schützen? Ich verstehe. So, ich muss mal kurz gucken, wie weit die Artillerie kommt. Ah, die kommt direkt bis hier. Ich will es eigentlich so aufstellen, dass wir eine gute Erhöhung haben. Das, ich stelle das mal so auf. Ich stelle die Langbärte mal kurz hinten hin. Die geilste Artillerie bei den Zwergen ist die Flammenkanone. Ja, da freue ich mich drauf. Das werden wir aber auch noch bauen. So. Also, wir haben da ja bei der Artillerie noch ein bisschen Verbesserung drauf, ne? Die kann man übrigens auch selber... Da kann man auch selber schießen, ne? Kann manuell schießen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich habe leider ein bisschen... Leider ein bisschen schlechte Sicht, wie ihr seht. Aber theoretisch kann man selber schießen. Wir kriegen voll diese Grollschleuder ab. Uah, die armen Orks. Ja, eigentlich sollte ich kein Mitleid haben mit ihnen. Tut mir einen Gefallen und schieß bitte gleich auf die Spinne. Die soll gar nicht lange leben. Jetzt seht ihr es hier, 60er Timer, ne? Und die verstärken die einzelnen. Zwei sind gestorben davon. Ja, schießt. Eine Katapult hatte ich vergessen zu wechseln. Aber so schlecht ist es gar nicht, ne? Wir sollen ruhig weiter auf die Spinne schießen. Attack the Orks! Die sollen nicht wiederkommen.
So, hier haben wir in 8 Sekunden, können wir wieder. Verdammt. Aber die werfen gleich. Wir haben hier sie, ja. Komm, flieh endlich. Sehr gut. Was werfen die hier eigentlich? Es ist halt einfach, es ist ein Rucksack mit Sprengstoff dran. Sieht auch gut aus, hey. So, das war's. Also auf einer Schulter und auf der anderen Schulter einfach so Sprengstoff dran, die werden auf die Feine geworfen. So, wir haben gar nicht so viel verloren, 28, das ist ganz okay. Seine Armee ist tot. Das ist ja die erste Armee, die man angreift, die man angreifen muss. Mal relativ schnell weg. So, hinrichten und plündern, gibt Geld und Eidgold. Oder trinken auf den Sieg. Einkommen aus allen Gebäuden, Wachstum, öffentliche Ordnung. Ich weiß nur nicht, ob er auf meinem Gebiet steht. Ich dachte nicht. Da habe ich mich jetzt nicht drauf geachtet. Da ich mir nicht sicher bin, machen wir mal Schatzkammer und Eidgold. Ja, war sein Gebiet. Seht ihr es? Hier. Quick about it. Er hat hier zwei. Das würde extrem viel Geld geben. Da müssen wir nur bis hier hin. Wir müssen hier eigentlich... Ja, wie machen das so? Ich baue das hier und das lasse ich mal ganz kurz stehen. Obwohl, ich baue es noch... Ich baue es aus. Wir werden es aber nachher abreißen. Ich baue es nur kurz aus, um Armbrustschützen machen zu können in 2 Runden. If you want something done right. Ich laufe mit ihm bis hierhin, dann machen wir eine Plünderstellung. Gib ihm noch marschieren. 10% weiteres Laufen, Bewegungsreichweite, das macht dementsprechend viel Sinn. Bei ihm immer Auskundschaften. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Also höhere Chance auf magischen Gegenstand. Und wenn er bei der Armee ist, dass die Begleitarmee ein Dings kriegt. Das hat folgenden Grund. Wir können nämlich über das System hier hinten, können wir bestehende Gegenstände zerlegen, um Eidgold zu kriegen, um wieder neue zu schmieden. Weil wir ja über die Schmiede verschiedene Sachen schmieden können. Wir können hier Rüstungen schmieden, wir brauchen einfach die dementsprechenden Ressourcen dafür, Eidgold, und dann können wir hier ganz, ganz coole Sachen schmieden. Und es gibt wirklich brutalen Stuff. Also es gibt sogar Regeneration. Jetzt muss ich kurz gucken, wo der ist. Hier haben wir es. Hier ist Regeneration, passive Fähigkeit, flüssige Befestigung. 4 Trefferpunkte pro Sekunde stellt das wieder her. Das ist dann ein Gegenstand, ein Talisman, dem ich einem meiner Helden geben kann oder so dem Anführer oder dem General einer Armee. Geschossstärke haben wir hier. Dann haben wir sogar Banner, also so Standarten, wo wir Bonus gegen große Feinde und lassen Geschosse auf ihr Ziel zusteuern. Das heißt, das hier ist... die Grollschleudern sind dann präziser, zum Beispiel.
Hier haben wir Explosionsschaden, wo die Führerschaft verringert wird. Das haben wir jetzt schon auf der anderen Rollschleuder drauf. Duschlagsrune. Ja, das ist für Artillerieeinheiten. Was haben wir hier unten noch? Physische Resistenz. Dann haben die eine Rune auf sich selber drauf. Stärke gegen Infanterie. Ja, ich glaube, es ist klar, oder? Also, der Schaden wird hier exorbitant erhöht teilweise. Geschossstärke plus 20% zugewiesene Artillerieeinheiten. Alle, die Zwerge schon mal gespielt haben und wissen, wie stark so eine Flammenkanone ist von den Zwergen, können sich vorstellen, wie angenehm dieses Ding hier. Es gibt zwei Krüge, die Regeneration haben. Magische Objekte und Talisman. Ah, cool. Ah, das sind verzauberte Gegenstände, ja. Haben wir noch. Alles klar. Gut, das schauen wir dann an, aber wenn wir genug Eidgold haben. So, Forschung bei den Zwergen. Öffentliche Ordnung. Mehr Schaden, Musketenschützen. Mehr Schaden, Armbrustschützen. Diplomatie mit Menschen. Hochhelfen und Ecken. Ich glaube, wir müssen da schon gucken, dass wir möglichst früh... Ich meine, wir wollen ja hier hin und hier konföderieren, ne? Auf der anderen Seite Wachstum wäre schon ganz gut. Haben wir irgendwo schnell Wachstum noch? Schwierig hier. Ne, so schnell kommen wir nicht an Wachstum ran, ne? Das hier ist Wachstum. Aber nur, wenn wir einen Erlass verfügen. 12 Runden. Wir gehen mal über öffentliche Ordnung, Beziehung. Wir werden Freundschaften knüpfen müssen. Wir müssen ja auch Handel treiben. Das heißt, wenn wir Zugang zum Wasser kriegen, können wir die ein oder anderen Artefakte vielleicht über den Handel ergattern. Gehen wir mal mit öffentlicher Ordnung und das ist gar nicht so schlecht. So, ja, hoffen, dass meine Entscheidung hier richtig war. Ich will zuerst noch kurz gucken, ob ich irgendwo noch... And what can the Dowie do for you on this fine day? Not by me. Lord of Athelloran, consider yourself lucky that we didn't say very well. Very good. Ready? Yes. You reek of anguish or hopelessness. Yes, let us parley. Good. Mit den nicht angespackt und ein bisschen Handel, es gibt ein bisschen Geld. Ich will nämlich nicht in die Wüste, das ist ein schlechtes Klima für uns. Hier sind noch Waldgebiet. Müssen wir gar nicht, ich will es eigentlich mit denen gut haben, sodass wir hier uns da gar nicht in die Wüste bewegen müssen, sondern dass wir einfach diese Gebirgskette haben und hier Handel treiben können. Hier müssen wir dann gucken und hier halt die Berge hoch, ne? Und wir werden irgendwann gegen die Orks kämpfen. Also da führt kein Weg drumrum. Das Silberheer. Weiß ich eben noch nicht, wie ich vorgehe. Dann hätten wir die noch. Auch wieder was. Ich glaube, den Rest lasse ich mal. Mit beiden hier nicht angespackt zu haben und mit dem einen zu handeln, ist okay. Lost Glories reclaimed. Ein Stück höher bei den Orks musst du dann in die Wüste, da ist ein Artefakt. Ja, das ist nicht schlimm, weil die Orks werde ich ja eh bekriegen. Aber ich werde nicht in die Wüste gehen, weil ich, also, ne, für nix. Oh. Konföderation. Besitze oder plündere 6 verschiedene Siedlungen, grabe sie aus oder reiße sie nieder. Ja, let's go. Dann flitze ich hier mal hoch. Holen wir uns das? Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht. Da können wir jetzt, das passt schon. Uiuiui. Okay, naja, wir besetzen es.
Hätte nicht mit so vielen Verlusten gerechnet. Dann Zweihandkrieger, Zwerge, Rüstungszustrümmend. Wir nehmen zwei davon und einen davon. In der nächsten Runde kann ich Ballschleuderer machen und theoretisch Speerschleuderer. Ich weiß aber noch nicht, ob ich wirklich Speerschleuderer dabei haben will. Die schießen halt nicht oben drüber. Das ist ein bisschen das Problem. Kosten für Gebäude. Unverdorbenheit. Will ich als erstes zum Blitzschlag oder will ich direkt schon meine Einheiten? Ich brauche mit ihm nicht unbedingt einen Blitzschlag. Also noch nicht so früh. Die Schussstärke für Eisendrachen und Flammenkanonen, Musketenschützen, Grollschleudererkanonen und Orgerkanonen. Rune von Zorn und Zerstörung. Verursacht Feuerschaden, große Explosion. Da will ich hin. Ich meine, ja, why not, oder? Wir haben hier 40% Schadensresistenz. Das hält 40 Sekunden. Auch mega stark. 40%. Ich meine, es ist ein Rettungszauber, ne? Das reduziert sämtlichen Schaden. Eidgold aus Gebäuden, 100%. Lokale Provinz. Rune von Zorn und Zerstörung. Ja, hierhin. Ja, hierhin. Es ist dahin. Tried and tested. Okay. Numas. Numas, Numas, Numas. My will be done. Welcome to my kingdom. Ja, gut. Gruftkönige stehen auf Stärke. In dem Moment, wo ich stärker werde, werden sie freundlicher. Ich frage mich, was das denn für ein spezielles Gebäude ist hier drin, ne? Gut. So, weiter geht's. Wir müssen die Orks töten. Obwohl ich gesehen habe, die Orks sind auch mit den Skaven im Krieg. Und die Skaven sind hier oben. Die Skaven sind mühsam. Besetze oder plündere drei verschiedene Siedlungen. Raube sie aus oder reiße sie nieder. Turex Runenrüstung, da kommen wir hin. Und es gibt Gold. Ja, let's go. Unbending. Rune Lord of Karakazol. So, wohin komme ich bis hierhin? Also nicht ganz bis nach vorne. If you want something done right. Wir stellen uns mal an die Grenze. Kann natürlich jetzt nicht beides machen. 7 und 2, wir haben 12. Er rekrutiert nochmal nach. Wie viel wird er wohl rekrutieren können? 5, das sind 10. Plus 2 sind 12. Und wir sind schon bei 12. Ne, das geht sich, glaube ich, gut aus. Jetzt ist eben die Frage: Will ich noch so eine Speerschleuder mitnehmen oder nicht? Gegen große Feinde. Gegen Infanterie. Ich sehe das noch nicht so, ne? Speerschleuder ist wirklich schlecht. Ja, so hatte ich es eben auch im Kopf. Wo, welches Gebäude ich meine? Das hier unten. Ka-Zabar. Was die strategische Position. Was das für ein spezielles Gebäude sein soll. Was wir dann da haben. Wir machen mal so.
eine Grollschleuder und noch zwei Armbrustschützen. Dann haben wir wenigstens noch ein paar, die rüstungsdurchdringend sind. Und in der nächsten Runde reiße ich das dann schon wieder ab. Und da kommt dann ein Goldschmied rein, damit wir auch wirklich genug Geld haben. Kann ich in der nächsten Runde dann auch überhaupt noch genug Goldschleuderer machen? Einen könnte ich dann auch machen. Aber das ist ja eine gesamte Gebirgskette, oder? Bis hierhin. Also so in dem Moment, wo ich das einnehme, kann ich dann nochmal zwei Grollschleuderer nachbauen. Das ist doch gut. Eidgold. Produziere ich eigentlich Eidgold? Nein, gar noch nicht. Gut, nächste Runde. Wenn ich Glück habe, greift er mich sogar an. Dann habe ich noch eine zusätzliche Schlacht. Ah. Der Rock schreit hier wieder rum, du Sampan. Time for Grobko! Tried and tested. Zogoth! Also sind 6, 7 sind 14. Wir sind bei 15 und dann nochmal die Verstärkung von hier drin. Zogryoth! Now no goblins. Ich hab keine Slayer gekriegt. Ja, das ist nun die Frage, ne? Greife ich an oder lasse ich sein? Da mit den Skaven noch im Krieg ist, weiß ich eben nicht, ob die Skaven schon vor der Tür stehen. Gold pro Runde und Bauzeit und oder Baukosten von Gebäuden in Provinz reduziert. Okay. Also wäre es gar nicht so verkehrt, das einzunehmen. Obwohl es in der Wüste ist mit 15% weniger Einkommen. Ja, wenn es sich ergibt. Ich habe schon schlimmere Schlachten geschlagen. Ja, das schon. Vielleicht anlocken, dass er mich angreift. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Das, was mir, wo ich ein bisschen Sorge habe, er hat hier noch gegen Clan Moors kämpft er noch, ne? Und die sind hier. Das Problem ist, wenn ich jetzt ihn hier angreife, geschwächt bin und Clan Moos dann mir direkt den Krieg erklärt. Ja. Auf der anderen Seite, er rekrutiert hier auch einfach nur nach, ne? Ein Pyrosieg. Innenschlüpfling. Ja, wir kriegen das irgendwie schon hin. Wir haben ja zwei Katapulte dabei. Und seine Armeen rücken ja. Oh, das ist aber eine schöne Posi. Seine Armeen rücken ja nach und nach, ne? Also das heißt, die sind ja nicht von Anfang an da. Wir müssen ja zuerst als Unterstützung kommen. Das heißt, die einen Orks rennen mich schon mal. Versuchen schon mal auf mich zuzurennen. Währenddessen ich die halten kann. Ja, genau hier. Aber ich habe ein kleines Problem. Weil ich nicht bis hier rankomme, ne? Es gäbe die Möglichkeit, sie zu zwingen, den längsten Weg zu nehmen. Hier. Und wir können sie schon mal bombardieren. Ja, ich nehm hier den High Ground. Katapulte kommen bis hin, das ist sehr gut. Naja, wenn ich mich ein bisschen weiter vorne aufstellen könnte, hätte ich mich ganz anders positioniert. Aber unter den Umständen. Die
zwei kommen als Reserve hinten hin. Die zwei hier, ja, dann let's go und good luck, ne? Hast du erstmal. Ne, das hier ist aber auch so. Die Armbrustschützen kommen dahinter. Und hier so. So. Obwohl, ich stelle die vorne hin, die können ja auch kämpfen, das ist ja schon gut. So, ja, das, bis die natürlich anrücken, dauert es ein Momentchen. Bis dahin können wir die hier zu bombardieren. Die Spinnschlüpflinge sind halt unter Umständen sehr, sehr schnell. Da müssen wir dann halt gucken, wie wir das machen. Und ich stelle die schon mal. Ich stelle dich schon mal. Warte, jetzt machen wir das anders so. Ich hab Schiss, dass die außen rumgehen und uns da irgendwie versuchen zu catchen, ne? Hinter mir wäre ein geiler Hügel mit Katapulten gewesen. Du meinst hier, ne, an dieser Stelle. Ja, ich wollte sie halt hier catchen in diesem Engpass, weil wenn die nachkommen, wird hier auch nochmal eine kleine Ansammlung stattfinden. Wenn die Glück haben, kommen sie gar nicht richtig ran. Sehr gut. Es ist ein Reckoning! Move now! Attack! Ich werde mich etwas, ich werde hier etwas schieben müssen, weil. Alle über die rechte, über die linke Flanke. Das spare ich noch auf. Ja, die Tendenz ist eher hier links, ne? Die linke Flanke ist stärker betroffen. Zurück. Jetzt müssen wir gucken, dass die noch auf die richtigen schießen hier. Ah, jetzt hier, let's go. Ich hoffe, dass die Goblins hier gleich weg sind, ansonsten haben die Zwerge da nämlich an der Kante ein Problem.
Sehr gut. Wechsel dir bitte hier drauf. Da leidet jemand. Würde den Kommandanten brecht seinen Mut. Also den Mut der Armee natürlich. Erwischt ihr den noch? Schießt ihm in den Rücken, Mann. Für etwas habt ihr eine Armbrust. Ja, jetzt knackt's weg. Sehr schön. So, wir verfolgen aber trotzdem noch, weil das Ding ist nämlich, also auch wenn wir sind sehr viel langsamer als sie, aber das ist nicht die letzte Schlacht. Wir müssen noch die Stadt einnehmen und hier ist ein Teil der Garnison noch dabei. Und da müssen wir möglichst viel noch töten. Das Problem ist ja nur, meine Zwerge sind langsam, ne? Also... Oder die haben alle Bolzen verschossen, ne? Die Katapulte haben alles an... Also da geht jetzt gerade das letzte noch raus. Jetzt ist sie gerade fertig. Das war's, ne? Also mehr haben wir hier nicht. Das war es auch auf der Seite. Wie schnell sind wir hier? Wir haben eine Geschwindigkeit von 28 und sie... Ja, 31, die kriegen wir nicht. Da kriegen wir nichts. Zwerge sind super langsam. Sind auch klein, kleine Füße. Dafür sind sie super standhaft. Ich dachte halt, dass du die Katapulte da hochstellst, weil er nichts zum Umlaufen hatte, aber wem sage ich das? Du bist ja als Experte im Spiel. Ja, also Spielerfahrung habe ich. Ob ich ein Experte bin, weiß ich nicht. Aber Spielerfahrung zumindest. Ja, ja, wir nehmen das Gold wieder. Es war halt die bessere Pusi, weil... Also, die Katapulte machen halt wirklich viel Schaden, wenn die Einheitenkonzentration möglichst eng beisammen ist. Und ich wollte halt, dass die Katapulte noch die Reichweite haben von den beiden Pässen, zumindest von dem rechten. Und du hattest ja auch gesehen, dass die Verstärkungsarmee, die hinten nachgerückt ist, dass seine Orks sich zusammengezogen haben und dann sind teilweise zwei Ork-Truppen ineinander gelaufen. Und dann habe ich das Katapult da drauf gesetzt. Und wenn da natürlich ein Katapult reinknallt, dann trifft er nicht nur eine Einheit, sondern die andere gleich noch mit, weil die ja nebeneinander stehen. Und so richtet er am meisten Schaden an. Deswegen wollte ich sie nicht ganz hochziehen, obwohl die Posi besser gewesen ist, sondern ich wollte die Reichweite haben von dem Gang noch. Und das hat sich auch gelohnt. So, Rune von Zerstörung, Dings. Das ist eine Explosion. Ursacht Feuerschaden, große Explosion, stark gegen mehrere Einheiten, etc. etc. Erhöht Schaden durch rüstungsdurchdringende Explosion, wenn es verbessert wird. So, das haben wir jetzt bei beiden Runenmagiern dabei. Macht eigentlich das zweite hier? Eidgold aus Gebäuden. Schade, dass sie nicht mehr einfach so Eidgold produzieren. Zack. Aber das sind zwei unterschiedliche, ne? Ja, nämlich. We honor the ancestors. Ja, ich will möglichst wenig. Ich habe wirklich Angst vor den Skaven. Da ist nämlich Queek dabei. Und alle, die Queek kennen, wissen, dass er eine verdammte Kampfratte ist. Und im Nahkampf nicht klein zu kriegen. Oder fast nicht klein zu kriegen. Und wenn er noch eine größere Armee hat, dann werden wir da zwangsläufig Probleme kriegen. Deswegen muss ich das mit möglichst wenig Verlusten
hinkriegen. Oh, ich habe genug Eidgold, um einen Banner zu schmieden, oder? Weil ich jetzt nochmal Eidgold geklaut habe. Also dadurch, dass wir ihn platt gemacht haben. Ich schiebe nur ein bisschen nach hinten. Wir müssen gar nicht viel machen. Das, was noch übrig ist, kriegen wir mit den Armbrustschützen eigentlich weg. Wie man das so? Ich stelle euch mal hier hin. Mal hier hin. Hier hin. Haben sie jetzt getauscht? Ja. Es hat einen Grund, dass ich die zwei Händler drinnen lasse und die anderen außen lasse. So, für alle Fälle stellen wir die noch hinten hin. Ich weiß ja nicht, ob sie vielleicht doch noch irgendwie schaffen, was Gutes aufzubieten. Den hier. Den hier. Let's go. Kampfratte, er ist eine Kampfratte. It's true. It's true. Nee, Quick ist stark. Quick ist sehr stark. Ja, die haben bald keine Lust mehr. Stehen kann ich's. So, jetzt merkt ihr, dass zwei Einheiten zusammenstehen und da ballern wir, jetzt haben wir volle Kanne drauf. So, die Goblin-Bogenschützen hier bitte noch weg. Dann schießen wir noch auf die größte Ansammlung, das sind die hier. Das dürfen wir eigentlich mit den Bolzen wegkriegen. Viel zu klein, zu wenige. Ich sehe gerade, dass meine Linie nicht gerade steht. Jetzt eigentlich nicht so eine Rolle, aber ist gute Gefühl. Baby! 3 Sekunden plus. Plus 0,5, also eigentlich nearly nix. Wenn der eigene Zwergenkollege so hässlich ist, dass er ihn für einen Goblin hält. Und auf den Falschen schlägt. Alles klar, alles klar. So, 5 verloren, das ist wichtig. Falls eben Quick nochmal falls Quick ankommt, kann sein, dass er noch mit was anderem beschäftigt ist, aber falls nicht, bin ich froh, dass die Armee jetzt größtenteils noch steht. Weil mit dem Pyrosieg, das die automatische Berechnung ausgerechnet hatte, hätte ich wahrscheinlich jetzt gegen die Skaven keine Chance mehr, wenn sie mir den Krieg erklären würden. Der war fies, aber gut. Ja, Goblins sind nicht für ihre Schönheit bekannt. Das ist nun mal einfach so. So, Wachstum, Wachstum. Man kennt es am Anfang geht es alles nur um Wachstum. Wachstum ist das Wichtigste. Wachstum ist das Wichtigste.
Mehr reicht's wohl nicht, ja? Schade eigentlich. Sekunden 180 Abklingzeit. Abkühlzeit 20% für Runen, Zorn und Zerstörung. 10 Sekunden Boden. Rüstgeschwindigkeit, das ist noch mehr Rüstung. Ne, wir machen die. Ich finde die Explosion ganz gut. Die will ich eigentlich noch ein bisschen günstiger machen. Oh, Haltet Heldenaktion, freie Rüstung, Härten. Rüstung, Härten, Armee helfen. Das heißt, die Rüstung der Armee wird stärker und Auskundschaften haben wir noch dabei. Erhöht den Geschoss... Waffen schärfen. Erhöht den durch Geschoss und Nahkampf verursachten Schaden der Begleitarmee. Du willst mich doch verarschen. Auch noch den Geschossschaden. Was haben wir hier denn? Wir haben Geschossstärke 27 und 26 und 25. Also, da machen wir das mal rein. Dann haben wir jetzt Geschossstärke 28, 27, 26 und 26. Dann haben wir einen ganzen Punkt hochgegangen. Geschossstärke 5% erhöht, Waffenstärke 5% erhöht. Das ist viel. Und das geht ja noch höher. Not bad. Ah, hier haben sie auch nochmal eine City. Ja, dann wird Quick zuerst hier rüber gehen. Ja, du schreibst es gerade, ja. Bei Grundy. Dann bin ich gespannt, ob er jetzt in der Runde das einnimmt oder nicht. So, wir machen mal ganz kurz hier Banner, Charakter, Runen, Rettungszauber, Geschossresistenz, Nahkampf, Rüstungsdurchdringend, ein Geschosszauber. Ja. Wie viel habe ich? 20. Okay, das heißt, das für die unteren reicht es eh nicht. Fügt Explosionsschaden hinzu, den Feind auf jeden Fall. Zusteuert. Zielsucherrune wirkt eigentlich, das ist am attraktivsten bis jetzt. Schaden, rüstungsdurchdringend. Wir schießen eh auf Infanterie. Die gehen meistens eh gleich down. Was haben wir hier? Bonus gegen große Feinde, physische Resistenz. Ne, wir machen hier den. Weil sie dann wohl präziser sind. Weil es auf die Feinde zusteuert. Bin ich dann sehr gespannt, ob das auch effektiv gut funktioniert. Muss ich ihm das jetzt geben? Ja. Jetzt haben wir es dreimal drin. Schade, ich hatte gehofft, dass er was übernehmen kann, aber er muss die ganzen machen hier, ne? Viele Slots. Ja moin, also die sind in der nächsten Runde auch fast schon wieder ready. Das ist gut. Das reißen wir ab. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das andere ist, um es aufzubauen. 1000. Das hitten wir natürlich nicht mehr. Aber vielleicht kämpfen wir zwischendurch noch. Arcane Wisdom. Ja, wir machen mal. Ruine durchsuchen. Stich, stich, stich. Stipp, stipp, stipp. Genau, das habe ich gesagt, dass ich mit den Goblins gespielt habe. Ja, okay. Hier holen wir unser Geld. Ey, warte mal, wo habe ich Geld hergekriegt? Haben wir denn abgeschlossen? Wo willst du denn hin, Mann?
Das ist nicht echt jetzt? Ich habe irgendwo Geld hergekriegt. Sag mich nicht. Und du Herr der Ringe-Vibes hast. Wegen Stich, 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 Stipp, Stipp, Stipp. Nein, natürlich nicht, was um Goblins geht. Vom Abreißen. Was habe ich denn abgerissen? Er gibt doch kein Geld zurück, oder? Ah doch, truly. Da haben wir es. Du hast recht. Oh, dankeschön. Glücking, dankeschön für 44 Monate, Mann. Hey, mach weiter so. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Mach ich. Vielen, vielen lieben Dank. Da haben wir ihn. Aber das ist nicht Quick an sich. So. Und ich will es kurz angucken, ob das wirklich zielsuchend ist. Also ob die Steine jetzt zielsuchende Steine sind, keine Ahnung. Die haben sie mit Runenmagie eingerieben, so. Also, ne? Die haben eine Rune gemacht und daraus dann Öl hergestellt, das zermahlen und Öl hergestellt. Und haben dann die Grollschleudersteine mit Runenöl eingerieben und die sind jetzt zielsuchend, weil sie leicht magisch sind oder so. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ich erfinde einfach irgendetwas, das passt schon. So. Ich stelle euch mal ganz kurz hier hinten hin und ihr habt Schussverbot. Nicht, dass ihr hier diese Steine dem anderen reinschießt. Also. Die drei hier, die neuen. Tausend plus Stunden Spielzeit, da keine Ahnung, das Gebäude abreißen Geld gibt. Ich wusste es beim Hauptgebäude, aber ich wusste nicht, dass bei den Nebengebäuden auch der Fall ist. Ich bin mehr so Kriegsherr auf dem Feld, weißt du? Sind sie wirklich zielsuchend? Ja, warte mal. Seht ihr, wie ein Bogen macht? Seht ihr, wie sie teilweise so ein bisschen so... Warte mal kurz. Also die sind, glaube ich, eh zielgerichtet auf die hier. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die teilweise so ein bisschen teilweise nach rechts oder nach links ziehen. Das ist eben dieses Runenöl, von dem ich gerade vorhin erzählt habe, das ich frei erfunden habe und keine Ahnung habe, wie es funktioniert, aber es klingt einfach gut. Ja, unter ständigem Baller hier. Ja, doch, definitiv. Habt ihr gesehen, wie er so gerade noch so. Noch gerade so. Die mit. Oh ja, da hier. Ja. Oh. Okay. Oh. Ja. Manchmal. Es sieht ein bisschen aus wie ein Quidditch. Das ist. Ja, okay, doch. Es ist präziser. Man sieht es jetzt im Schnelldurchlauf sieht man sie, wie sie schön so. Der arme Goblin. Kommt ja gar nicht richtig vom Fleck. Ja, spätestens dann, wenn die Armbrustschützen schießen, bricht seine Moral. Da hat er absolut gar keinen Bock mehr drauf. Also da ist er fertig, ja genau. Tschüss. Okay, ja, doch. Ich glaube schon, dass sich das lohnt, dass sie ein bisschen Zielsuchende sind. Halt besonders gegen große Feinde. Aber Katapulte sind halt eher Infanterie, also... Ob das wirklich viel bringt, dann... Muss es mal ausprobieren bei einer Spinne, bei einer Arachnoide.
sicher noch eine treffen. So, wir nehmen wieder Eidgold und Schatzkammer, weil... Was sonst?